Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier mit einem etwas ungewöhnlicheren Video. Und zwar mit einem Video, wo es jetzt schon mal um ein paar Sachen zu Google Stadia geht. Und zwar geht es um die Internetgeschwindigkeitsmessung von Google Stadia. Die schon mal sehr merkwürdig ist, weil ich mache jetzt mal eine offizielle Internetmessung. Und ja, seht euch mal die Ergebnisse an. Und zwar messe ich hier von meinem Schlafzimmer aus. Hier ist nicht so eine gute Bandbreite wie bei mir im Wohnzimmer, wo der Router sitzt. Aber dennoch genug, um Google Stadia anständig nutzen zu können. Und zwar mache ich das Ganze jetzt hier über die Speedtest-App. Die ja eigentlich sehr realistische, normale Ergebnisse ausspuckt. Und ja, jetzt machen wir gleich nämlich genau denselben Test über die Google-Funktion, also über Google Stadia. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier eine Geschwindigkeit, hier hauptsächlich ist ja der Download, der Upload, wenn der glaube ich 4 beträgt oder so, keine Ahnung wie viel der ungefähr braucht, damit Google Stadia funktioniert, davon steht ja nichts, aber hauptsächlich der Download ist ja wichtig. Das heißt, ja, der Download beträgt hier 41,8 Mbits. Jetzt messen wir unsere Geschwindigkeit über Google Stadia. So, hier sind wir auf Google Stadia. Wir gehen jetzt mal auf die Google Stadia Webseite. Und scrollen mal ein wenig runter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Punkt Vorbestellen. Hier sehen wir 60 FPS, 4K HDR und 5.0 Sound. Hier stehen ja auch nochmal die Internetangaben. 10 Mbits für HD, 20 Mbits für Full HD und 35 Mbits für 4K. Also sehr geringe Anforderungen. Und jetzt machen wir erstmal den Verbindungstest. Scrollen wir mal ein wenig runter und machen auf jetzt prüfen. Und da habe ich was sehr Merkwürdiges festgestellt, wo ich mir denke, das kann ja eigentlich gar nicht sein. So. Deine aktuelle Downloadgeschwindigkeit beträgt 37,409 Megabyte. Damit kannst du Stadia auf der höchsten Qualität nutzen, ne? Also spielen. Deutlich weniger als die Speedtest-App angezeigt hat, obwohl die Speedtest-App ja sehr zuverlässig ist. Jetzt machen wir nun denselben Test von meinem Wohnzimmer aus, wo ich ja eigentlich Google Stadia vorhabe zu nutzen. Machen wir denselben Test. Direkt jetzt hier an meinen PC. Dann gehen wir mal wieder raus. Gehen in die Speedtest-App. So, da geht die Messung schon los. Und da seht ihr, wir haben auch deutlich mehr Leistung. Ne? Sieht man auch deutlich mehr Power wie noch in meinem Schlafzimmer. So, und hier bekommen wir als Ergebnis 93 Mbits. Nun gehen wir mal wieder in die Test-App von Google. Und ich weiß nicht, kann man das neu laden und dann kommt das? Genau, dann laden wir das mal neu und machen mal hier den Verbindungstest, um einfach mal zu gucken, wie hier die Internetgeschwindigkeit aussieht. Hier sehen wir 84,883. Gut, hier ist es, ja, aber man merkt es halt, es ist wieder langsamer, obwohl der Speedtest, wenn man den jetzt nochmal starten, deutlich, also schon eine
noch mindestens immer 10% mehr ausspuckt. Ich weiß nicht, hier seht ihr das schon wieder viel mehr. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja auch mal bei euch zu Hause testen und mir das mal in die Kommentare schreibt, ob es bei euch auch so ist, wenn ihr einen normalen Speedtest macht und dann zum Vergleich den Speedtest macht über die über den offiziellen Google-Dienst, ob ihr dann auch so merkwürdige Ergebnisse bekommt. Also wie gesagt, das könnt ihr mal selber ja mal ausprobieren. Mich würden auf jeden Fall eure Ergebnisse dazu mal interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal vom Handy weg. Ich nehme jetzt am PC nämlich noch ein bisschen was auf und dann zeige ich euch jetzt hier gleich am PC, also beziehungsweise blende ich euch jetzt hier gleich noch ein paar Bilder ein, wo ich hier so ein bisschen die Lage erkläre und so. Und das seht ihr dann nach einem kleinen Cut. So, da befinden wir uns nun an meinen Mobiltest. Also ich zeige euch nämlich jetzt hier nämlich noch einen kleinen Mobiltest. Und zwar seht ihr, dass hier die Geschwindigkeit 2,734 beträgt bei einem LTE bzw. 4G-Test. Das ist auf jeden Fall deutlich langsamer und ich zeige euch jetzt hier nochmal ein Bild. Und zwar das ist das Bild. Hier seht ihr, dass ich auch eine 4G-Verbindung habe, wenn ihr da mal oben schaut. Und zwar seht ihr, meine Internetgeschwindigkeit betrag zu dem Messungspunkt 15,8 und natürlich wieder einen deutlich höheren Upload. Ja, das versteht irgendwie keiner, aber ja, vor allem nur 15,8, das ist 4G voll langsam. Es müsste eigentlich sehr viel schneller sein. Im Internet soll 4G eigentlich bis zu 300.000 sein und müsste eigentlich mindestens irgendwie 50 oder 100.000 haben. Aber egal. Und jetzt zeige ich euch nämlich aber trotzdem einen Test. Und zwar, hier seht ihr nämlich von der ersten Messung, was ich gerade euch von meinem Smartphone gezeigt habe, hier mit der Speedtest-App, wo ich auch danach dann auf der offiziellen Google Stadia-Seite geguckt habe. Das ist der Standort, da ist mein Fernseher im Schlafzimmer. Da habe ich da die Messung gestartet gehabt und habe dann da folgende Ergebnisse, habt ihr ja gesehen, erzielt gehabt, so 41k und ich glaube 37 ungefähr im Dingens-Test. Ihr seht ja, das Ganze muss da durch so eine Wand durch und das sind ziemlich dicke Betonwände wegen Keller und so. Ich bin ja im Keller am Wohnen. Ja, dementsprechend sind halt die Wände halt auch dementsprechend dick. Deswegen zeige ich euch das mal. Hier die Wand. Nicht wundern. Und ja, dementsprechend kommt der Empfang da nicht so gut durch. Ich zeige euch hier noch ein Bild. Und zwar, ja, das ist mein Wohnzimmer. Wenn ihr da hinten mal ins Regal guckt, da steht nämlich mein Router drinne. Für die Leute, die sich fragen, was für eine Internetgeschwindigkeit ich habe eine 100.000er Leitung. Aber dazu habe ich auch schon Videos gemacht mit Mission 100.000, wenn ihr das kennt. Wie gesagt, einfach mal Miss 100.000, also 100.00 suchen und dann kommt ihr da drauf. Und zwar, ja, da habe ich halt ein paar Testergebnisse gemacht und ja, die sind halt anders ausgefallen, bedeutend anders als die Testergebnisse von der Testseite, also von der speedtest.net. Seite, deren App halt deutlich, ja, schnellere Ergebnisse, die immer so circa mindestens mal halt 10% besser waren, teilweise halt noch schlechter, weil ihr habt ja gesehen, noch nicht mal 3 Mbit ja, im Mobiltest, obwohl ich ja so um die 15k hatte in der offiziellen Speedtest App. Ist schon deutlich merkwürdig, dass da so extremst andere Ergebnisse rauskamen. Deswegen, wie gesagt, mich würde dringend mal interessieren, wie das bei euch so ist, wenn ihr das in der Speedtest-App bei euren Smartphone mal macht und dann halt dementsprechend halt das Ganze nochmal über die Google-Seite. Ja, ob das bei euch auch so ist, ob ihr da auch so extremst... Vielen Dank für die Nachricht. Ob ihr da auch so andere Werte halt rausbekommt. Ja. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Es war jetzt halt nur so ein kleiner Bericht, weil mir das ist mir aufgefallen und da habe ich gedacht, dazu muss ich unbedingt mal ein Video machen, weil das habe ich in der Form jetzt auch noch nicht gezeigt. Für die Leute, die unbedingt nochmal auch einen Test richtig von Google Stadia
ja, interessiert. Ich blende jetzt euch in der Endcard ein wunderschönes Video von Pete Smeet ein. Ja, da könnt ihr euch mal einen wunderschönen ausführlichen Test angucken von der Gamescom, die ja jetzt gewesen ist. Da erklären die nochmal euch wunderbar, wie das funktioniert, beziehungsweise die testen da halt quasi selber mal, wie das Ganze läuft, zu Verzögerung und alles. Ziemlich interessant, von daher, wie gesagt, jetzt hier gleich in der Endcard kriegt ihr das direkt eingeblendet. Nichtsdestotrotz, wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf den Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Und wenn ihr, wie gesagt, jetzt Bock habt, noch viel Spaß mit dem Pete Smeet Video. Fühlt raus. Ciao, Leute.